Was geht ab, Leute? Sascha und ich haben gerade was abgedreht, Allah. Sascha. Und ich haben über unsere Vergangenheit gesprochen. Du kannst Licht ausmachen. Und ja, die Videos kommen heute Abend hoch. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr schauen. Und zwar ist es bei mir gerade so, ich will mal ein bisschen über meinen gesundheitlichen Zustand sprechen. Und zwar, ich war neulich krank. Und jetzt bin ich schon wieder krank. Und ich muss sagen, dieser vegane Lifestyle, ja, der ermöglicht mir hier gerade so viele Immunsystemstärkungen. Nicht Spaß, wenn Ralf und Karl dieses Video sehen, dann bringen die mich wahrscheinlich um. Aber ich muss ehrlich sagen, mich kotzt es gerade ein bisschen an, so dass ich diesen gesunden Lifestyle im Prinzip lebe und einfach trotzdem krank werde. Klar kann es sein, dass ich vielleicht hier und dort mal nicht genug Gemüse gegessen habe, aber normalerweise esse ich am Tag wirklich viel Gemüse, viel Früchte, ernähre mich nur gesund, nur vegan. Und deswegen kann ich gerade nicht ganz nachvollziehen, warum ich schon wieder... nachher zu McDonald's. Der Punkt ist einfach folgender, und zwar, ich zeige heute einfach mal, was ich jetzt gleich esse, zum Mittag noch. Hast du schon was gemacht? Nee, muss ich noch machen. Jedenfalls kann ich euch nur zeigen, was ich dann jetzt zum Beispiel in so einer Phase esse, wenn ich dann krank bin, weil dann ziehe ich mir wirklich jeden möglichen gesunden Shit rein, und zwar habe ich da so ein Pulver, so Greens Pulver, dann habe ich mein Protein, meine ganzen Supplements und so. Und dann eben beim Essen vor allem wirklich viele Trockenfrüchte, viele normale, also keine Trockenfrüchte. Dann habe ich meine gesunden Kohlenhydrate, bla bla bla, dies, das. Zeige ich euch nachher noch alles, was ich esse, und viel Gemüse. Aber was ich festgestellt habe, ja, ich als Arzt, was nach wie vor einfach das Wichtigste ist, und zwar einfach der Schlaf. Weil ich habe mal gemerkt, ey, ich habe mal dann irgendwie so 10 Stunden gepennt und auf einmal ging es mir viel besser. Das heißt also, Schlaf ist mega wichtig, Leute. Reißt euch zusammen, ich nehme euch gleich hoch mit den Küchen, gell? So, Boys, jetzt gucken wir mal. Ich gehe jetzt gleich noch duschen, ja. Das interessiert euch wahrscheinlich gerade übel, dass ich gleich duschen gehe. Das Ding ist halt auch, ich war jetzt aber auch zweimal auf einer 16er Party. Und dort ist es dann halt so, die Leute fragen nicht, wie Sascha schon gezeigt hat, die fragen dich nicht, hey, können wir einen Pick machen, sondern hey, können wir einen Pick machen? So, jetzt, klar, es ist, ich will mich darüber nicht beschweren, aber, ja. Da kann es dann halt gut und gerne sein, dass man die eine oder andere Bazille dann eben doch mitnimmt. So, jedenfalls, jetzt machen wir hier erstmal Reis. Für Sascha und mich. Hier Zitrone habe ich im Start. Tue ich mir immer zum Beispiel hier in einen Grüntee mit Ingwer drin. Tue ich dann noch Zitrone rein. Dann nehme ich hier so ein Ginkgo-Blattpulver. Und dann habe ich noch... Dings hier, mein Protein. Dann haben wir hier Tomatoes und Paprikas. Dann haben wir Karotten, Zucchini, Bohnen. Hier sind noch ein paar Äpfel drin. Und hier noch Brokkoli. Also ich mache mir jetzt zum Mittag gleich, gibt es noch ein bisschen Brokkoli, Zucchini, Tomate, Paprika dazu. Und ja, das ist das Gemüse am Start. Ich habe heute Morgen schon mir meine Trockenfrüchte reingezogen. Paar Nüsse und schaut dann einfach wirklich, dass ihr häufig einen Tee trinkt, am besten grüner Tee mit Ingwer, ist eine richtig gute Sache. Esst viele Früchte, Trockenfrüchte, normale Früchte, schaut, dass ihr eure Vitamine zusammenbekommt und vor allem schaut wirklich, dass ihr euch warm haltet und dass ihr viel pennt, Mann. Sascha ist jetzt einer, der denkt, er haut heute ein richtig witziges Video raus. Diese Trauermusik immer eingespielt, also des Öfteren, diese Trauermusik, wo Nico wieder irgendwas aufgreifen will. Und mittendrin kommt einfach, verpiss doch! Ich zeige euch jetzt oben kurz das Essen, das ich gerade gemacht habe. Für die Gesundheit! Tür aufmachen. Hallo? Ist da jemand? Gut durchgekocht hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Schaut jetzt beim letzten Video vorbei. Schaut bei Saschas und meinem Video vorbei. Und lasst den Daumen hier noch oben da, oder? Ja. Ja, genau. Ja. Also Leute, macht's gut. Sascha, willst du noch was sagen? Ciao. Ciao.